Für mich bedeutet das einen Bewusstseinswandel, der stattzufinden hat, eine Art Etablierung eines neuen Bewusstseins, eben vom gegenständlichen Sehen zum Schauen der Welt, wo ich wirklich als Sehender mitbeteiligt bin, die Welt hervorzubringen. Und dass eben das Anblicken nicht nur eine Tätigkeit ist von mir in die Welt, wo immer sozusagen diese Tendenz hat, dass ich die Welt als gegenständlich abkanzel und ihr etwas unterstelle, was gar nicht in ihr ist, sondern dass sie eine Erscheinungswelt ist, die auch an mich herankommt und dort wirklich eine Begegnung stattfindet. Eine Linie. Ich sehe eine oben und unten. Wir haben alle dasselbe sinnliche Angebot, ne? Und jetzt? Ein Kreuz. Aber ich sehe auch zwei verschiedene Welten, das sich ein bisschen wie in eine Tiefe bewegt. Aber man kann auch damit spielen, sodass das runterfällt und wieder hochklappt. Wenn es hochklappt, dann also ins Zweidimensionale, dann sind es spitze Winkel. Und wenn man es in die Ebene legt, wird es rechtwinklig. Zwei Pyramiden, die sich spiegeln. Jetzt sehe ich einen Würfel. Und das ist eigentlich der entscheidendste Schritt, der jetzt passiert, wo der Kubus plötzlich zu sehen ist. Der ist dann so überzeugend dort, dass wir eigentlich gar nicht mehr umhin können, den Kubus zu sehen. Und das ist wichtig, dass man das bemerkt, diesen Schritt, dass sich etwas im Sehen einstellt, was vorher gar nicht da war und was sich zum sinnlichen Angebot wirklich zugesellt und ganz überzeugend ist. Das Würfelbeispiel zeigt ja sehr schön, dass wir es mit einem Sinnesangebot immer zu tun haben, wo wir aber bemerken können an dem Beispiel, dass wir ständig der Sinneswelt eigentlich unterstellen, dass da etwas Fertiges ist, mit dem wir was anfangen können. Und dann haben wir eigentlich erst etwas Greifbares, also erst durch uns entsteht es. Also ich war am Anfang einfach nur in der Lage, grünes Gras, graue Luft, Natur und dann Chaos zu sehen. Also das heißt, hier sind verschiedene Steine und dann kann ich die zusammenfügen. Oh, und plötzlich über das Zusammenfügen, plötzlich entsteht da etwas. Also das heißt, auf einmal ist nicht nur etwas, was ich wirklich sehe, sondern etwas, was ich sehe. Obwohl in meiner Sprache kein Unterschied ist, ist in meiner Wahrnehmung ein Unterschied. Und das Geniale an dem Rätz-Kunstwerk ist eigentlich, dass man sehen kann, dass das eben auch räumlich verankert ist, dieser Moment. Man kann den wirklich inszenieren, was sozusagen wie die Welt immer inszeniert ist, kann man auch sozusagen in einem Kunstwerk aufarbeiten, sodass eben dieser Moment, wo Sinn sich dazugesellt in das Sinnesangebot, wirklich einen Ort braucht, an dem es erscheinen kann. Und das ist wichtig, das zur Kenntnis zu nehmen. Und hat man das einmal begriffen, dann merkt man, dass eigentlich die Welt ein ständiger Prozess ist, des zur Erscheinung kommens mit mir. Ich bin mittendrin. Mit mir findet Welt statt. Ich bin auch nicht mehr Zuschauer, der einfach einer Welt, die an sich stattfindet, gegenübersteht, sondern ich bin eigentlich der Schauplatz der Welt geworden, zeitlich und räumlich. Anblick bedeutet für mich hauptsächlich Blickwinkel, Blickrichtung. Wie blicke oder schaue ich ins Leben? Was ist mir wichtig? Das heißt, schaue ich nur die Dinge an oder findet eine Begegnung statt in Schauen? Durch diese Begegnung kann Leben entstehen. Das ist Anblick, und um diesen Impuls zu realisieren, haben wir im Moment die Idee, Logo und Homepage entwickeln zu lassen. Dafür sind wir sehr herzlich angewiesen auf Ihre hilfreiche Unterstützung.